Ne, da geht's nicht hoch. Ein Gemischtwarenhändler wäre sonst noch schick. Aber sowas gibt es, glaube ich, gar nicht. Es gibt nur Waffenhändler, Rüstungshändler, Alchemisten und Zauberschulen. Zauberschulen wäre auch eine gute Anlaufstelle. Was haben wir hier? Elegantes Rüstzeug. Du wirst keinen so einen Quecksilber und Schwefel haben, oder? Handeln. Ja. Was ist hier? Maleagas Haus. Ne. Da könnte irgendwas sein. Schwefel? Ne. Wir kommen wahrscheinlich raus, wenn wir aus der Festung fliehen. Also du machst nichts, du machst nichts. Hier auf dem Marktplatz ist nirgendwo irgendwas eingezeichnet. Da geht's nur zum Elendsviertel. Da ist die Stallung. Mund hier der Hausierer. Komm mal her, Hausierer. Hallo. Verkauf dir Quecksilber. Verkauf dir Quecksilber. Quecksilber? Ist es ein Metall? Ist es eine Flüssigkeit? Ist es nicht faszinierend? Jedenfalls kostet es 500 Gold pro Fiole. Kaufen. Gut. Ich bräuchte jetzt noch Schwefel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir bei ihr das Schwefel bekommen. Auch wenn es nicht mehr ganz so Marktplatz ist. Prätorianer Garnison, was machst du? Großmeister mit dem Speer. Ja, nö, das brauche ich nicht. Waffenschmied. Einkaufen Castle, nein. Handel. Nö. Okay, also, ich vertraue mal meinem Bauchgefühl und gehe da oben hin. Da. Weil es auch ein NPC ist, der einfach so in der Wildnis rumsteht, also in der Gegend rumsteht. Und dann halt ähnlich nah dran ist wie der Typ da unten. Also wie der Vogel fliegt, wenn man so sagt. Nicht wirklich hier um die ganzen Ecken, das ist nicht wirklich mehr nah dran. Wobei das hier ja quasi auch ein Marktplatz ist. Also es ist auf jeden Fall ein größerer Platz. Aber der Markt ist halt unten. Weiß nicht so ganz. Oh, ich bin schon dran vorbei. Ah, okay. Hallo, du. Brauch Schwefel. Nee, ich will keinen Tee. Ich will Schwefel. Okay, so viel zu meinem Bauchgefühl. Das war schon mal falsch. Was haben wir denn hier noch? Große Bibliothek. Wir haben eine Kapelle. Wir haben Kyrios. Guck erstmal in die Kapelle. Auch wenn ich nicht wüsste, was Schwefel in der Kapelle zu suchen hat. Die haben da meistens so eine Abneigung gegen Schwefel und Salpeter und ähnliches Höllenzeug, wie man so schön sagt. Du? Nö. Oh, warte. Questbuch? Nimm. Der Fluch. Findet Schwefel. Ah, Sea Haven. Okay. Etwas Schwefel und Quecksilber, das man auf dem Markt in Castle und Seehafen kaufen kann. Okay, also wir müssen... Essen müssen wir krabbenartig uns zur Seite bewegen. Dann müssen wir runter zum Hafen. Dann müssen wir nach Sea Haven. Da irgendeinen NPC finden, der Schwefel verkauft. Und dann müssen wir von Seehafen aus nach Sorpegal. Sorpegal Kengi einpacken. Und dann mit Kengi zurück zur Klippe. Und hier sind wir falsch. Wo war das Schiff? Das große Ding mit dem Segel drauf, da. Bring mich bitte... Oh. Es gibt von hier aus kein Schiff nach Seehafen? Okay. Dann schnappen wir uns halt erst, Kingy. Soll mir auch recht sein. Ist ja nicht wirklich ein Problem. Der müsste ja eigentlich wieder in der Kneipe sein.
Ah, lang ist's her. Dass wir hier gezwungen wurden, Quests in einer gewissen Reihenfolge zu machen. Jetzt sind wir da wesentlich offener. Hier rein. Hallo, Kengi. Komm mit. Musst du schon wieder bezahlen? Also dreist. Und wer sagt, dass ich die Taverne verlassen will, nachdem ich dich hab? Also ja, ich wollte es, aber da hinten war's, ne? Nein. Da hinten war's, ne? Nein. Wo zur Hölle? Ich war zu lange nicht mehr hier. Also da war der reguläre Ausgang und hier links zwischen den Gebäuden durchschlängeln. Da war irgendwo der Stall. Ja. So, jetzt von hier aus nach Seehafen per Pferd. Kutsche nach Seehafen. Jo. Was für ein Heckmeck. Und jetzt hier den Marktplatz suchen. Wobei, gab es hier einen Marktplatz? Ja, gab es. Und zwar zwischen Zwergen und Elfen und Naga-Gebiet. War ein größeres Feld, wo recht viele Tische rumstanden. Haufen. Da hinten. So. Hier. Und hier hat einer von euch doch bestimmt gleich... Nee, ich will das Ding nicht. Schwefel? Nein. Da hinten haben wir noch jemanden. Schwefel? Nein. Hey. Du bist eine Wache, aber hast du zufällig Schwefel? Nein. Okay, gehen wir in die Kneipe und fragen da nach Schwefel. Rasten, probieren, kaufen. Experte für Dunkelheit. Ein Unterhändler, den wir immer anwerben wollten, wenn wir was einkaufen. Habe ich nicht so wirklich dran gehalten, ne? Aber wir haben ja doch dezent viel Gold momentan. Einfach weil ich es nicht ausgebe, weil ich es nicht muss. Wir schaffen die Kämpfe auch so. Da bewahre ich mir das Gold lieber auf. Schwefel? Nein. Zwerge müssten sowas haben. Also sie müssten ja eigentlich alles haben, was aus der Erde kommt, ne? Du? Könnte dies eine zwergische Flöte sein? Ja. Ja. Ne, okay. Also das... Bei Diane waren wir schon. Die hatte nichts zu sagen. Und du gehörst zu einem Add-on. Du gehörst gar nicht ins Originalspiel. Okay, Alchemist. Hallo? Ah, verkauft ihr Schwefel. In der Tat. 500 Gold. Was für ein Zufall. Das Quecksilber hat genauso viel gekostet. Man könnte ja meinen, ihr sprecht euch ab. So, Schwefel erhalten. Nächster Schritt. Einfach nur zurück zur Klippe, ne? Das heißt, wir gehen zum nicht vorhandenen Hafen. Obwohl das Ding Seehafen heißt. Richtig? Richtig. Okay. Da. Dann würde ich gerne nach... Hier. Ich würde gerne nach Sorpegal. Ja. Von Sorpegal kam man, glaube ich, schneller zum Hafen. Als wenn wir jetzt durch Karsal durchwursteln würden. Und wir hätten uns auch nach Karsal zurück teleportieren können. Problem ist nur, das Seelenfanal ist an einer doch recht ungünstigen Stelle positioniert. Das sollte ich bei Zeiten mal ändern. Also irgendwie auf dem Marktplatz oder beim Trinkhändler wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, am besten. Da wollen wir doch eh immer wieder hin. Und dann können wir vom Tränkehändler auch recht schnell zum Hafen und zur Kutsche. So, du gefährlich lebender Mensch in Plattenrüstung. Bring mich zur Klippe. Jo.
So, dann gehen wir die ganzen Sachen ab. Crack Heck müsste dann befreit werden von seinem Fluch. Auch wenn ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt eine Hauptquest war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hauptquest eigentlich nur mit der Befreiung von Fallagar zu tun hat. Aber das sehen wir dann ja dann. So oder so wird es nicht schaden. Es ist eine Quest, es gibt Erfahrung, es gibt Gold und Ausrüstung. Alles gut. Darum. Mojo Haus vorbei. Ich glaube, ich bin ein bisschen ungeschickt gelaufen. Aber das passt schon. Hier rechts geht es zum Heiler-Dojo. Und hier ist die Möchtegern-Festung, die eher wie eine Ferienwohnung aussieht. Da. Der Fluch. Es ist schlimmer, als ich dachte. Diese Krankheit wurde durch Magie der Leere hervorgerufen. Ein Niedermand ist dafür verantwortlich. Also, die deutsche Übersetzung klingt einfach doof. Es ist ein Netherman. Also kein Nekromant, sondern ein Nether. Ja, okay, im Englischen klingt es auch nicht viel toller. Ist dafür verantwortlich. Dieser Fluch der Leere zerstört nicht nur langsam euren Körper von innen. Was? Dieser Fluch der Leere zerstört nicht nur langsam euren Körper von innen, Komma, sondern? Ah, je größer wird, desto stärker beeinflusst er auch eure Existenz. Die Menschen werden anfangen, euch zu vergessen. Wenn es vorbei ist, werden sie nicht einmal mehr daran erinnern, dass ihr gelebt habt. Und das ist schlimm, weil alle hier größenwahnsinnig sind und denken, sie wären was Besseres? Nächste Seite. Das übersteigt mein Wissen. Tatsächlich glaube ich, dass nicht einmal der Niedermann wissen würde, wie man diesen Fluch aufheben kann. Dieser drachenverfluchte Dreckskerl. Ich hätte wissen müssen, dass ein sprechendes Skelett nichts Gutes bedeuten kann und ihn töten sollen, als ich das die Gelegenheit hatte. Also, ist das mein Schicksal, von Freund und Feind vergessen zu werden, von meinem Sohn und meiner Enkeltochter? Das kann ich nicht zulassen. Dagegen muss ich etwas tun können. Könntest du doch einfach ein demütiges Leben führen? Größenwahnsinniger Großpapa in komischer Hornplattenrüstung, der halbnackt durch die Gegend läuft. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn Leute dich vergessen. Mann. Fortsetzen. Dieser Fluch ist ein magischer Parasit, der sich von eurer Lebensessenz nähert. Wie alle Parasiten lebt er nur so lange, wie sein Wirt. Oh, wir bringen ihn um. Sehr schöne Lösung. Wenn ihr sterbt, werden sich die Leute noch an euch erinnern. Bleiben zumindest ihre Erinnerungen an euch übrig. Wir können ihn doch einfach in einen scheintoten Zustand versetzen. Also, noch besser, wir bringen ihn einfach um. Dann ist er tot und dann wiederbeleben wir ihn. Wir haben unsere Leute ja auch schon zigmal wiederbelebt. Das ist doch völlig normal hier in der Welt. Der Parasit hat dann keine Lebensenergie mehr. Er wacht auf, alles ist gut. If that skull-faced son of a bitch wants to remove me from history, then I'll make sure my death is the stuff of legends. You hear me? Ja. Also er will jetzt in einem Kampf untergehen und bla bla bla. Das ist ein Plothole. Das ist ein riesiges Plothole. Die Sache, die ich vorgeschlagen habe, ist im Lore verankert. Geht so von Lore her. Also von der Hintergrundgeschichte der Welt, von den Mechaniken in der Welt, geht das. Aber da haben die Spielmacher nicht dran gedacht. Und sowas finde ich immer doof. Aber na gut. Tolle Wahl, was? Hört gut zu. Wenn ich sterbe, dann kämpfend und mit Schwert in Hand und gegen einen Feind, der meiner würdig ist. Wenn mich dieser schädelgesichtige Hurensohn aus der Geschichte entfernen will, werde ich dafür sorgen, dass mein Tod legendär wird. Habt ihr mich verstanden? Asher nutzt alles. Asher kann sich nach Sheogod herscheren. Ja, wir können jetzt anwerben, weil er hier so gute Dienste geleistet hat. Und das war's. Bye bye. Also nein, das finde ich nicht schön. Das finde ich ganz und gar nicht schön. Aber es war eine Quest und sie ist abgeschlossen. Und egal. Wir gehen jetzt zurück nach Karsal und machen da eine Quest, die hoffentlich etwas besser durchdacht wurde.